und ich schiebe die Schulterblätter ein bisschen nach unten. Ja, genau. Schulterblätter hoch und zieh schön rein. Und Schulterblatt runter und rein und schließt. Ja, sehr schön. Das sieht wieder gut aus. Gut an, gell? Ja. Und jetzt schieb wieder. Ja, genau. Ja, schön. Oh, gut, auf. Oh, der geht wieder. Und schieb runter. Und Squeeze rein. Jawohl. Sauber. Und Squeeze rein. Ja, ja, die Menge an verschiedenen Geräten. Wenn man jetzt hier so, ich weiß, dass Hamburg gerade geht. Hamburg ist verpackte Erde, da gibt's wohl. Ja, das war mal wieder ein Deck. Hamburg. Ja, also, wir fliegen jeden Montag da. Und zieh, jawohl, alles gut, macht nichts. Die Matches im Montag fliegen. Komm, ein bisschen, jawohl. Komm, kommt da hier so richtig in den Anschlag unten rein. Ja. Und jetzt hier, squeeze dagegen. Ja, genau. Ja, also unabhängig davon, dass man quasi auch. Ja, gut. Ja. Ja, komm, rein. Sehr schön. Komm, Zug, jawohl. Komm, jawohl. Body muss man immer aufs Knack hauen, gleich mit vorm Satz. Schön Kontrolle, Walter, gell? Ja. Nicht durchfetzen. Ich gebe mein Bestes. Aber die Hauptarbeit beruht auf die vier Minuten Arbeit. Ja. Walter, komm jetzt. Komm. Ein Ring müssen den Rücken machen. Komm. Rein. Ja, sauber. Wir wollen jetzt auch mit. Oh. Sehr gut. Ist der gut. Jawohl, schön. Der war richtig schön. Und der kannst du dir zu viel morgen? Wir sind ganz drin. Steinhart, ne? Ja. Steinhart. Ja. Nächste vor. Auf. Gehst du ganz nach vorne, ja, ganz auf, genau. Und jetzt, ja, und zieh meinen Finger ein. Ja, genau. Jawohl. Cool. Da kommt die Catchphrase. Roland. Das wäre deine Catchphrase, Bro. Wenn mir besser wäre, das wäre deine Catchphrase. Jede Promo würde über abgeladen. Roland! Laut Herrn Kienzel dürfen wir euch sowieso nicht gar nicht anziehen, weil ich habe mal gelernt, wenn das Loch nicht da ist. Ja, aber es ist ja klar. Ja, wird schon langsam. Ganz klar. Das habe ich mal gesagt. Ich glaube, Jake Cutler hat es mal gesagt. Da kein Loch ist. Wenn da kein Loch ist. Aber eben, sind wir einfach Also je stärker ich bin, desto länger dauert es, weil ich die Aufwärmsätze habe. Die Beine in der Regel so knapp bis 2 Stunden. Aber das Tolle ist, das unten raus schwer und wird oben ein bisschen leichter. Und da haben wir noch. Ist das so?
Ja, letzter. Das Einzige, was entscheidend ist, bist du heute besser als gestern und morgen besser als heute. Das ist für mich so das Entscheidende. Ja? Weil ich kenne Leute, die haben gutes Potenzial, schauen aber seit 10 Jahren gleich aus. Ja, die haben nicht weiter, ja. Die drücken 100 Kilo auf der Bank und 10 Jahre später noch immer 100 Kilo. Das ist jetzt für mich kein... Das ist kein Fortschritt, ja. Es ist halt immer, was ist mein Anspruch, was ist mein Ziel. Und mein Anspruch und Ziel ist es, vor allem besser zu werden. Ja? Schauen, okay, wo kann ich mehr rausholen. Und für euch ist ja das Bodybuilding an sich nicht eure Profession. Das ist ja nur ein kleiner Part. Wir versuchen uns so ein bisschen das da rauszuziehen, was wir für uns nutzen können. Ja. Ne, versuchen auch so ein bisschen uns da ein bisschen weiterzubilden und zu schauen, was funktioniert für uns in unserem Kontext, was wir Bodybuilder machen. Ja. Ne? So, deswegen. Ihr habt ja auch alles andere als Optimalbedingungen. Ne? Genau. Ihr seid in der Woche 2-3 Tage zu Hause und sonst immer auf Reisen, Essen, Training, das ist alles immer mehr oder weniger improvisiert. Ja? Ja. Für das ist ja das Ergebnis eh unglaublich beeindruckend. Ja, also ja, es ist auch schwierig. Also wie gesagt, on the road, so, wir schauen echt viel von euren Sachen. Ne? Ja. Also echt. Auch also gerade so aus dem Lerneffekt her so ein bisschen. Ja. Ne? So was isst du wann und so weiter. Was können wir rausziehen, was die Jungs machen, was bei uns auch hilft oder was bei uns funktioniert. Und also über die letzten 1-2 Jahre haben wir viel gelernt. Haben wir wirklich viel gelernt. Also, super.
grundsätzlich, wenn was in der Diät so nicht läuft oder so, ja, und du dann auch noch mürrisch deiner Umwelt und deinen Mitmenschen entgegentrittst, ja, wird sich die Situation ja nur noch schlimmer. Ja. Das heißt, wenn ich mit mir zweifle oder struggle, dann versuche ich das immer mein Umfeld so wenig wie möglich spüren zu lassen. Mhm. Weil wenn ich zu denen auch noch ungut bin, kommen ja negative Vibes zurück und das macht das Ganze immer noch schlechter. Ja. Genau. So, ne? Aber es ist krass, also ich habe mir schon gedacht, dass auch du das hast, ja jeder so, aber es ist interessant, weil es kommt ja auch nicht so rüber. Das mit Sicherheit jeder. Also auch so, ich finde auch, was ich bei dir immer toll finde, auch wenn du so, unterwegs seid mit der ganzen Gruppe, ich finde, du bist immer so ein positiver Aufschwung für alle. Immer gute Laune, immer, ich fand so, das eine Video, wo jeder den Formcheck macht, der Florian Mayer, und du sitzt auf der Couch und du hörst von hinten immer noch, ja super, ja geil, das ist so richtig, das gibt jedem so einen kleinen, ich war nicht dabei, aber ich habe das Gefühl, es gibt jedem noch so einen kleinen positiven Schwung, wenn du dabei bist. Das finde ich schön. Ich finde halt einfach, Bodybuilding kaum so ab. Ein sehr positiver, aber auch sehr negativer Sport sein. Ja. Je nachdem, wie du ihn ausübst. Ja? Ja, ja. Du kannst sehr, sehr viel Positives daraus ziehen für dein Leben, aber es kann auch ein sehr dunkler Ort sein. Und je nachdem, wie du das halt betreibst, ich tue für dich das Beste daraus ziehen. Ich kann mich zu 110% verlassen, dass das Endergebnis am Tag X passt. Und es gibt mir so eine Sicherheit, dass ich mich einfach fallen lassen kann, weil ich weiß, okay, es kann unter Anführungszeichen nichts passieren, wenn ich einfach nur das mache, was er sagt. Ja, ja. Darum, wie du mir vorher gefragt hast, wie viel Gramm Kohlenhydrate isst du am Tag? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich krieg den Plan, okay, ich weiß, vor dem Training habe ich 60 Gramm Reispudding, nach dem Training habe ich 50 Gramm Reis, ja, und ein bisschen Gemüse. Ich will gar nicht wissen, wie viel. Weißt, so. Ja, also, ja, ich mache einfach, ich verlasse mich da einfach drauf. Und das gibt mir einfach unglaublich viel Sicherheit. Ja, danke schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Danke. Also, wenn wir in der Nähe sind, wenn du in der Nähe bist, müssen wir mal sehen, dass wir was reinkriegen, weil das ist echt wunderbar. Echt gut. Ich glaube, nächstes Mal mal gucken, wenn wir Beine machen könnten. Ja. Vielleicht was anderes. Ja. Let's go! Heute hatte ich das Vergnügen, gleich mit drei WWE-Superstars zu trainieren. Und zwar mit Imperium. Also Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser und Gunther, wenn wir bei den WWE-Namen bleiben. Und wir haben heute gemeinsam eine Pool-Session trainiert. Die Jungs sind 3 Tage in Österreich, 4 Tage? 3 Tage, genau. Also, ja. 3 Tage mehr oder weniger auf Heimaturlaub. Und es hat mir riesig Spaß gemacht und hat mir extrem viel bedeutet, weil meine Kindheit unglaublich mit Wrestling verknüpft ist. Und durch euch habe ich wieder so die Liebe zum Wrestling entdeckt. Ja, sicher. Und wieder angefangen zu gucken und bin wieder so richtig in diese Materie hineingewachsen. Komm mal raus. Geht schon, Döner. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Danke für das gemeinsame Training heute. Heute gibt es einmal eher nur so Impressionen. Heute gibt es einmal wenig Geplaudere. Aber es war eine richtig coole Trainingseinheit. Die Burschen geben echt Gas beim Training und absolute Hochachtung, weil ich kann ja eigentlich nur trainieren, essen und schlafen und bin so in meiner Bubble. Aber ihr reist 4-5 Tage die Woche, schlaft in andere Betten, müsst euch Essen organisieren, müsst schauen, wie ihr zum Training kommt. Und für das sind die Burschen echt top in Form und trainieren auch richtig brav, fleißig und geben Gas. Also es war meine große Ehre, hat mir riesigen Spaß gemacht. Wie hat es euch gedacht? Ja, also super. Ich glaube, das können wir zurückgeben, ne? Das Dankeschön erstmal. Ne? Ja, wie du schon gesagt hast, Bodybuilding-Sport ist auch ein wichtiger Teil für uns als Wrestler, als Athleten. Und ja, dann eben mit jemandem wie mit dir trainieren zu können, der uns ein bisschen draufschaut und der uns ein bisschen zeigt, wie es richtig gemacht wird, weil wir lernen ja auch ständig dazu. Ist natürlich super für uns und generell auch mal sehen, wie der Michi jetzt auch schon ein paar Wochen vor der New York Pro. Solide. Aber auch, kann man sagen, der schaut wirklich solide aus. Der ist slaked, wie man so schön sagt. Aber ja, war super. Wie gesagt, ein bisschen lockere Trainingseinheit, glaube ich. Und Plauschen dazwischen, ein bisschen austauschen und ja. Hat uns gefreut, immer wieder gern, wenn wir in Wien sind, würde ich sagen. Also entweder ihr in Wien oder ich in Florida. Wir so werden, schaut's aus. Wir werden diese Connection auf jeden Fall. Der Mr. Olympia ist in Florida, das heißt, wenn du das darüber schaffst. Definitiv. Also und dann wäre das natürlich. Und eine gute Möglichkeit. Ich kann nur jedem ans Herz legen. Ich war letztes Jahr auf der WWE-Veranstaltung in Dortmund.
Also wenn die Deutschland-Tour ist oder wenn sie vielleicht auch wieder nach Österreich kommt, nach Wien, hey, schaut euch das an, das ist ein richtiges Highlight. Die Stimmung ist echt großartig, die Show ist genial. Und ich freue mich, dass Wrestling jetzt wieder so einen Punkt kriegt. Ich sage immer, ihr seid Geschichtenerzähler mehr oder weniger, ja, und die Geschichte, die sie erzählt, finde ich echt faszinierend, taugt mir extrem. Und ja, ich freue mich, dass wir zueinander gefunden haben und wir werden auf jeden Fall diese Connection aufrechterhalten. Das machen wir hundertprozentig. Vielen Dank. Vielen Dank auf jeden Fall. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, supportet die Jungs, schaut WWE, abonniert ihre Instagram-Kanäle und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch, Papa. Pfiat euch. Servus.